Willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu Let's Play Tears of the Kingdom. In der letzten Folge hatten wir, wie ihr schon bereits gesehen habt, ein paar Türme erkundet. Nun sind wir jetzt nun wieder hier im Schrein, was wir noch nicht beendet haben. Wir werden jetzt nun weitere 4 Schreine jetzt nun erledigen, bevor wir dann jetzt dann großartig was durchziehen. Also, wir haben letztes Mal sind wir dort stehen geblieben. Wir haben noch keine Ahnung gehabt, wie es weitergehen sollte. Aber wir sehen jetzt schon, was hier vor sich geht. Ja, da haben wir es schon richtig getan. Ja, da haben wir schon hingestellt. Die Frage ist jetzt, wie sollen wir das hier jetzt machen? So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In der letzten Folge, wie ihr schon bereits gesehen habt, hatten wir ein bisschen die Schreine durchgemacht und ich habe natürlich ein paar Dinge durchgeeilt, wie es möglich wäre. Und ja, seht ihr schon selbst, wie ich drum gestruggelt habe. Mit manchen Spielen wie diesen. Und ja, ich weiß, wie das jetzt funktioniert mit dem Tisu-Schrein. Weil ich musste jetzt natürlich halt einen Guide gucken, der ein bisschen ziemlich fies gestaltet, designt wurde. Also es ist einer der mies designten Dungeons im ganzen Spiel. Ob es down wollte oder nicht. Und ja, wir müssen natürlich nur einen Schläger daraus basteln. Das ist alles, was wir tun müssen. Nur einen Schläger zu basteln. So, dann werden wir mal das hier probieren. Dann müssen wir den richtigen Timing treffen. Okay, das war jetzt total daneben. What? So, ich habe jetzt endlich rausgefunden, dass wir es jetzt machen müssen. Wir müssen natürlich im richtigen Moment treffen. Also im richtigen Timing. Nochmal. Das war etwas zu früh. Och, das fängt ja so super an, dieser Part. Mann, daneben. Komm schon. Na bitte. Boah, ich war schon kurz davor, jetzt die Hoffnung aufzugeben, dass ich es jemals schaffen würde. Aber ja, der andere ist natürlich für die Truhe und so weiter. Aber wenn ihr es wollt, können wir es ruhig nehmen, aber ich meine, wieso sollen wir die Truhe halt mitnehmen? Ist ja nicht so, wir machen sowieso keine 100%, by the way. Also gehen wir jetzt direkt zu unserem Dingens, damit wir jetzt unsere nächste Sache holen können. Nochmal umschauen, ob wir was nicht vergessen haben. Nee, gar nichts. Gut. Dann let's go. Haben wir jetzt mal diesmal abgeschlossen. Das war einer der fiesesten Schreine, was ich jemals gemacht habe, durchzumachen musste jetzt. Wir machen jetzt noch diese ganzen Schreine, die jetzt möglich sind. Also die restlichen 4, damit wir dann jetzt einen vollständigen Ausdauer-Dingens haben. Und dann später, wenn wir dann die restlichen Teile dann halt mit Herzen machen. Oha. Das sieht nicht gut aus, wenn es jetzt gewittert. Fängt ja super an. Ah ja, da gibt es noch einen vergessenen Tempel hier unten. Aber wir gehen jetzt mal kurz dorthin. Dass die Gewitter jetzt dorthin zieht.
Oha. Naja, egal. Wir haben es mindestens jetzt geschafft. Ein Segenlicht haben wir schon jetzt. Das zweite Segenlicht befindet sich noch hier im Eisgebiet. Aber kalt ist es für uns sowieso nicht. Dann gehen wir mal kurz rein. Das war einer dieser Schreine, was ich noch nicht durchziehen konnte. Aber heute werden wir jetzt sicherlich jetzt extra mehr Parts drehen für die restlichen Tage, damit wir dann genug Parts haben. Zielsuche. So. Na bitte. Die erste haben wir schon dazu abgeschlossen. Und die zweite wird jetzt ein bisschen schwieriger sein. Darüber zu kommen. So, ich musste leider diesen Part jetzt kurz schneiden, weil es etwas zu lang gedauert hat. Und ja, es klingt bescheuert, aber nennt mich einen Volldeppen. Denn dieser Schrein ist einfach so komplex. Ich habe jetzt endlich herausgefunden, was ich jetzt machen musste. Ich musste einfach nur diesen Rakete hier reindrücken und bumm. Der Zielsuche. Und schon haben wir den zweiten Schrein auch hinter uns gebracht. Meine Güte. Noch komplizierter geht es nicht, oder? Gut, ich muss leider den Part auch leider schneiden, weil es viel zu lange gedauert hat. Und ja, es wird jetzt nur eine kleine Episode sein, dass ich jetzt mal diese Schreine durchziehen werde. Die restliche Zeit wird es dann ganz normal abgehen. Also den dritten Schrein. Mal sehen, wo wir jetzt als nächstes gehen werden. Als drittes. Drittens. Kamisun-Schrein gehen wir mal kurz. Das war jetzt der dritte Schrein. Ich musste leider den Part schneiden, also sorry, weil es dann viel zu lange unnötige Ausraste gegeben hat und das will ich natürlich jetzt vermeiden. Wir werden uns auch noch dann später an einen alten Ort wieder begeben. Ja, eins nach dem anderen. Gehen wir mal jetzt dort lang. Rein in den Schrein. Und dann werden wir dann ein bisschen einen alten Ort noch betreten. Viel später. Der Schreinband erläutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Okay, nacktes Überleben, elementar. Ich möchte jetzt nicht mit dir kämpfen.
Oha. Wow. Eine Sache hier. Na bitte. Das haben wir locker geschafft. Der dritte Schrein war ja ziemlich easy. Es sei dir erneut gestattet, Werkzeug zu verwenden. Gut, dann haben wir schon jetzt den dritten Schrein jetzt mal hinter uns gebracht. Weil der Stachel jetzt eher weniger gebracht hat. Egal. Sprungfederschild. Ich glaube, ich werde jetzt mal diese Waffe jetzt mal verstärken. Und zwar mit dem... Ja, haben wir das auch schon so hier. Gut. Dann lassen wir jetzt den dritten Schrein jetzt auch hinter uns bringen. Ist auch ziemlich easy gewesen. Easy busy lemon squeezy. Segenslicht. So, eins fehlt uns noch. Dann hätten wir schon ein komplettes Ausdauer-Dingens durch. Der Rest wird jetzt nur noch mit Herzen angemacht. So, wo wäre noch ein nächster Schrein? Ah, genau hier. Wir waren dort noch nicht drüben gewesen. Das war natürlich im Berg drin. Im Todesberg. Da gab es auch noch einen Schrein, was wir natürlich nicht schaffen konnten. Aber jetzt hoffentlich diesmal machbar ist. Aha. Eieieiei, das ist zu heiß hier drin. Na dann, lass uns jetzt reingehen. Und ich sehe schon selber, die Seen sehen ja halbwegs aus wie Salamander hier. Das habe ich jetzt gerade gemerkt. Aber es ist ein Überbleibsel von diesem anderen Titanen war. Auch wieder aus einem der vergessenen Tagen. Ja, genau, da waren wir schon mal früher mal drin gewesen. So ein Prügel, Holzschild und was Neues hier. Aua. Oh nein. Nein. Oh, das darf nicht wahr sein. Da schmeißt mir doch sogar eine Bombe in mein Gesicht. Dieser verdammte Mistviech. Okay, da muss ich jetzt irgendwie die Bomben abwerfen. Es geht nicht anders. So ein Dreck. So ein Dreck. Ja, vergessene Tagen. Zurückgedreht. Also heißt es jetzt etwa, ich muss zurückdrehen dann die Zeit oder was? Mit der Uhr dann rumspielen.
Oh. Nein. Ah. Oh. Nein. Das ist so super an. Können jetzt noch schaffen. Aber kein Heil-Items? Was? Wie bitte nein? Kein Konstruktbogen mehr oder was? So. Ich trottel. Na bitte. Oh! Nein! Verdammte! Mann! Schon wieder so eine Scheiße! Mann, warum müssen die so overpowerte Waffen haben? Das ist doch nicht fair! Das ist sowas von unfair! Ihr Ficker. So, dann werden wir halt so machen. Was machst du, Spiel? Endlich machen wir uns so richtig, Mensch. Ja, ist schon gut. Ich komme gleich oben. Und mich einfach weiter, dass du schikanieren kannst. Oh nein, willst du jetzt nicht stechen? Mann, ich kann nicht mal zwei auf einmal nicht konzentrieren. Oh nein, lass mich doch in Ruhe. Oh nein, drei Leute? What the fuck? Okay, das ist zu viel für mich. Ich hau ab. Das reicht, ich hau ab. Wie schön, mit euch gerne zu haben. Okay. Ganz ruhig.
Ja, noch eine Chance. Ja, ich muss jetzt etwas ausweichen hier. Oh nein, wo kommt die denn auf einmal her? Wow. Zuletzt, Junge. Wow. Okay, wenn ihr Bomben habt, dann kann ich es euch auch zeigen, was ich kann. Ein nach der anderen hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte, ich brauche jetzt doch eine Pause hier. Nein. Oh mein Gott. Ey, das Spiel macht mich schon jetzt echt Stress. Komm schon, wir müssen es gleich schaffen. Ja, Spiel, bitte. Ein paar Treffer noch, komm. Hat er noch nicht gereicht. Gut. Aua. Was? Ich habe doch zwei davon noch hier. Warum kommen wir auf die auf einmal her? Oh mein. Doch, oh, sind völlig overpowered. Wow. Mann. Ich kann nicht auf alles auf einmal konzentrieren hier. Jetzt mach mal ein bisschen halblang. Schmerz auch noch mit. What? Fuck. Alter, die sind völlig overpowered. Wie soll ich das hier schaffen? Okay, fuck it. Scheiße, das ist ein Tempel. Wie soll man das hier schaffen, ey? Hat der etwa echt gelitten? Habt ihr etwa eins auf den Hirn geschissen oder was? So ein Dreckslevel zu machen? Liebe Nintendo-Entwickler. Bock auf die Gegner. Das mit dem Synthese befestigt. Was? Mal einfach in seine Richtung. Los! Nein! Ich check's nicht! Are you shitting me? Are you shitting me? Boah, das ist jetzt schon wie Dark Souls. Was habe ich verglichen mit Dark Souls? Ist das schon viel schlimmer. Ich hasse diesen Kack-Kack-Kampf, Mann. Wieso müssen die so einen Scheiß-Prüfer... fabrizieren, ey. Diese verdammten Hurensöhne hier, die das Spiel entwickelt haben.
Und Yeet! Yeet! Und zurückgeyeetet, Bitch. Oh Mann, ansonsten muss ich das wirklich schneiden, weil der Kampf dauert jetzt ewig. Kein Bock drauf, weiterzumachen. Was hat denn die schon raus, du verdammter Hurensohn, ey? Boah, das ist für mich eine Death Trap. Ich bin schon jetzt weg. Ich hab keinen Bock mit euch zu kämpfen. Ihr seid viel zu stark. Fuck it. Komm schon, komm schon. Einer noch. Komm. Wo ist der nächste? Boah, das ist so bockschwer, ey. Das sieht gerade super an. Aber Gott sei Dank, jetzt haben wir es geschafft. Boah, ey. Ich habe schon gedacht, jetzt schaffe ich es gar nicht mehr. Okay, das ist ein Part, den ich jetzt auch schneiden. Oder ich werde es doch nicht schneiden, wer weiß. Oh, ich könnte heulen vor Freude. Endlich habe ich diesen Drecksding jetzt endlich hinter mir. Ich kann jetzt endlich meinen... Jetzt kann ich in Ruhe jetzt weiter durchziehen. Den nächsten Ausdauer-Tank jetzt vollständig machen. Alter, was für eine Kacke war das denn bitte? Kurzer Zauberstab. Danke. Danke für gar nichts. Ich hasse das Spiel. Das war Sarkasmus gemeint. Alter, meine Fresse. Meine Stimme.